Ja, willkommen zurück zu Alan Wake. Irgendwie ist Barry verschwunden. Also wir waren jetzt gerade im Gefängnis. Der Nightingale wurde entführt und wir wollen Licht, weil die Dunkelheit uns mal wieder angreift. Natürlich super, dass wir einfach uns besoffen haben und dann den ganzen Tag geschlafen haben, wenn es hell war. Wenn man Sachen hätte machen können, pennen wir und dann ist dunkel, dass das Schattenzeug uns wieder angreifen kann. Haben wir mal wieder gut gemacht. Oh, das Polizeiauto schon drum geworfen, aber es ist noch kein Sturm da. Da wurden wir, glaube ich, behandelt, als wir das letzte Mal hier waren. Licht. Ich glaube, der passiert auch nichts. Und warum bleibt jetzt Barry da vorne stehen? Barry? Ey, Dude? Hat keinen Bock. Puh, ich bleib hier allein zurück, weil dass mir dann auch was passiert. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light, and I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Die glaubt ihm ja aber echt schnell. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list, Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. Ja, also die glaubt mir echt. You think there's any way I could order one, Al? Oh ja, das ist bei Layton schon immer so schlimm, dass die ganze Zeit über Essen reden. Ich hab dann immer so Hunger. Oh hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Genau. Ich schaue mich aber erstmal noch mal ein bisschen um. Ah, jetzt kann man da. Ah doch, man kann da immer noch rüber. Ich gehe jetzt mal da noch mal rüber. Vielleicht hat ja mir irgendwie eine Thermoskanne weggeworfen in der Zwischenzeit. Ne, nur Batterien. Waren hier. Irgendwelche Kinder haben hier gespielt mit dem Gameboy, aber noch dem alten. Das ist ja 2010. Gab es noch Batterien. I need to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Und haben dann ihre Batterien, ihre Batteriepackung einfach liegen lassen. Das ist mir früher auch immer passiert. Einfach die Batterie packen. Vergessen. Hey, hä, wie komme ich denn da hoch? Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, ich muss. Ach, da war die Leiter. Also ich hätte da schon hingemusst, wo ich war. Okay, jetzt kann ich das runterziehen. Obwohl ich da jetzt nicht so verstehe, warum man das von unten runter machen kann. Ist das normal? Ich hätte irgendwie gedacht, dass man die nur von oben betätigen kann, damit man jetzt nicht einbrechen kann, so wie ich. Ja, die Tipps sind immer echt super. Ja, diese Loading Screen Tipps. Ja, du musst deine Gegner unter 0 HP bringen, während deine HP über 0 bleiben. Vielen Dank für den Tipp. Kann man sich auch sparen. Nee, ist schon ganz witzig, diese Kacktipps. Ich freue mich da eigentlich immer, umso bescheuerter sie sind. Wenn es dann so richtige Tipps sind, ist
Bin ich so irgendwie drüber. Dann darf ich die Sachen bald nicht an, wenn ich die Raben. Mann, das ist doch gar nicht meine Taschenlampe. Das sind doch gar nicht meine Sachen. Ich wollte lügen. Alter, die fette Taschenlampe. Ich will die wieder haben. Und Kacke. Was will ich denn mit dieser Kacktaschenlampe? Irgendwie war ich bei mir schon runtergefallen. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Soll ich mich erst umschauen? Das ist immer die Frage, ob dann die Gegner spawnen. Aber ich glaube, da geht es ja weiter. Also so viel weiter können wir gar nicht laufen. Schauen wir noch schnell dahinter, aber ich glaube, da ist auch nichts. Und dann lassen wir die zu uns kommen. Nö. I couldn't leave without the sheriff. She was my ticket to Weaver. Ciao, ich gehe. Ich hab keine Lust mehr. Ist mir alles zu anstrengend. Ach so, also wenn ich mal Probleme habe. Einfach ganz fest drücken. Ja, schau, jetzt werden wir angegriffen. Wie ich gesagt habe. Schießen lassen und probieren nur versuchen rauszuholen aus der Dunkelheit. Ein Festwagen. Ob das böse? Und dann mal wieder hin. Gefahren. Okay. Wir müssen da lang, dann laufe ich mal in die andere Richtung. Das ist auch der Pfeil. Over here, Wake. The chopper's in the other direction. Ja, aber ich will ja nicht zum Chopper. Ich will zu diesem Geheimversteck. Ja, Leuchtpistole. Jetzt noch nicht weiter, okay. Zeigen wir, ob wir nachher dann hier auch wieder langkommen. War leider keine Manuskriptseite gefunden. Ah, hier unten kann ich nur schnell schauen. Das schaut auch nicht so aus, als wäre hier was. Schade, Marmelade. Das Teil umgeworfen ins Wasser.
noch mehr wahrscheinlich, oder? Nee? Okay. Hey, es hat offen. Ach, ist das das Diner, wo wir auch waren? Ah ja. Genau, wo ist meine fucking Taschenlampe? Ich hatte noch eine viel bessere. Ich bin mich voll betrogen. Explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. Sorry, bin gerade hier im Diner. Ich rede nicht mehr mit dir. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down, even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message. Told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. No, don't do it, please. Not Barry. Den darfst du doch nicht umbringen. Na, dann mag ich Elle echt nicht mehr. Dann ist das vorbei. Also die ganzen anderen Leute kann er schon irgendwie umbringen, aber dass er Elle umbringt. Barry umbringt, das ist zu viel. Da bin ich raus. Und warum hat er jetzt nicht erzählt, was mit Rose ist? Follow. Greifen uns gleich. Das wirkt schon ganz schön arg. Zu viel Alkohol. Die ganze Zeit eingesperrt gewesen. Bin ins Klo gegangen, weil man die ganze Zeit geschlafen hat. Ach, wir haben uns einfach ins die Hose gepisst. Auch noch nebenbei das Teil benutzt. Ach, ein Licht. I hope you're worth all this, Wake. Ach ja, du stirbst ja sicher auch. Sterben ja irgendwie alle. Scheiß Spiel. Okay, bis jetzt ist Barry nichts passiert. Also, wir wissen nicht, ob ihm was passiert ist. Geh jetzt einfach davon aus, er lebt. Er lebt und wartet auf uns. Hat die Dunkelheit schon platt gemacht. Wir kämpfen noch gegen die Überbleibsel. Wake, aber hinten schaut so aus, als wäre noch was. Run! So ein fucking Briefkasten. Das ist eine Seite. Mich verarscht. Wie kann man denn hier laufen? Ach, eine Thermoskanne. Fehlt auch mehr Seiten. Wir sind echt voll mit allem. Wir müssen mal ordentlich kämpfen, aber keine Blendgranaten. Wäre irgendwie noch praktisch. Ein Ambush! Oh no, wer hätte das gedacht? Ich dachte, ich soll ihren Rücken decken. Tür aufmachen, bitte. Oh, Kettenzähne. Dude ist wieder da.
alter Bekannter. Übrigens, jetzt geht's auch nicht mehr. Ich habe das mal alles umgestellt. Ja, irgendwie hatte ich Hardware-Aufnahmen an, wo ich eigentlich Software anmachen wollte, aber irgendwie habe ich es wieder zurückgestellt. Schalten. Deswegen hat es dann noch weiter geleckt. Jetzt haben wir ganz schön viel verbraucht. Hot Dogs, da hätte ich auch Bock drauf. Ich will immer das ganze Essen, das es hier gibt, will ich dann immer essen. Aber immerhin kann ich ja Kuchen essen. Something, right? Mache ich mir noch einen schönen Tee dazu. Oh, hier geht es echt immer voll weit irgendwo hinten rein. Ist ganz cool, dass die das eigentlich immer noch so gebaut haben. Ich mag das. Nicht, wenn überall einfach Wände sind und du irgendwie nur einen Weg hast, also so ganz abgeschnitten. Immerhin hier ein bisschen verzweigt. Jetzt nicht so super krass, aber ganz witzig. Müssten noch mehr von den Türen aufgehen in irgendwelche Zimmern, so wie bei der Lodge, wo wir eingesperrt waren bei den Psychiatern. Baldwin Lodge. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury-rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Eine Seite. Ich frage, ob wir erst nach oben sollten. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Okay, aber die Tage sind jetzt schon rum, denke ich mal. The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. Genau. Ja, das war jetzt voll genau das, was ich mir auch gedacht habe. Hey, ich schau doch nur schnell. Und find versteckte Sachen. Wow. Okay. War jetzt nicht nett. Das erinnert mich an so ein Dead Space. Ich weiß nicht, ob es im Zweier war. Ich glaube, es war im Zweier. Aber eigentlich waren die Werkbänke ja immer sicher. Also da wurde man nie angegriffen, wenn man da, während man was gebaut hat oder halt auch in dem Raum, das war so ein Safe Room eigentlich. Und einmal, wenn man baut und dann aufhört, also weggeht von der Werkbank, plötzlich kommt ein Viech von oben runter und greift einen an. Also während man rauszoomt, sieht man das von oben kommen und dann erschrickt man voll. Voll krass. Thank you.
too. We'll tell you all about that. Don't you worry. Another vacant worker ant burst in fury and violence for the pleasure and convenience of ruthless and malicious men. Stranger things can happen in Night Springs. Ja, das ist irgendwie so allgemein von der Gesellschaft, dass man ja dann sozusagen gezwungen wird, irgendwie bestimmte Sachen zu machen. Das ist natürlich für uns schon besser, da wir uns da ein bisschen entscheiden können, aber an sich bist du dann trotzdem in deinem Job immer gefangen. Ich sollte nach vorne laufen, ne? Das spielt da wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Die SMS. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. No, Barry. Jetzt wird er gerade angegriffen, glaube ich. Okay, er hat noch geschossen. Das war echt cool, die Action. Ja, ich glaube, ich nehme das Jagdgewehr, weil ich so wenig Munition habe. Ah, so viel mehr habe ich da auch nicht. Aber immerhin ein bisschen. Es ist ganz schön dunkel hier. Mitten in der Nacht ohne Strom. Eine Taschenlampe. Wo muss ich denn hin? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwo vorne beim Haupteingang. Komme ich nicht von hier? Von hier komme ich, oder? Hier durchgegangen. Wurde ich hier angegriffen. Ah, endlich. Meine Lampe, die mir versprochen wurde. Ich habe sie wieder. Oh, und Blindgranaten. Dann kommen wahrscheinlich gleich wieder ein paar Gegner. Oh Gott. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Yeah, Barry! Barry! Look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Barry! Barry? Barry! Can you hear me? Are you okay in there? Yeah, I'm cool. Don't worry. I'll find another way out and meet you two out back. Are you sure? I'm fine. Besides, there's all sorts of useful stuff in here. I didn't touch that. I wasn't anywhere near that. Hey, Wake, over here! Wir waren hier ja schon, glaube ich, oder? Waren wir hier schon? Muss ich mich hier noch umschauen? Ich schaue mich mal nochmal um. Ja, Gott sei Dank lebt Barry noch. Also Alan Wake ist noch nicht gestorben für mich. Das ist schon mal was. Nur ich mich frage, wie weit er das geschrieben hat, die Geschichte. Und ob die dann irgendwann... Weil er hat ja gesagt, er hat es nicht fertig geschrieben. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wenn Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Wann? Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich der Rapper Hubert Biltmore und Amos Grunderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, einen Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Okay. Diese beiden Männern ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Ja, ist echt komisch, dass hier so eine große Stadt ist eigentlich. Irgendwo um nirgendwo. Ah ja. Ich soll immer niemandem vertrauen.
Außer dieser Stimme. Obwohl die mich auch schon ein paar Mal so ein bisschen in den Fallen gelockt hat, ne? Zu vorne. Salaryman. Eine Thermoskanne sehe ich schon mal, die ich jetzt dann gleich wieder vergessen werde. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. Ja, ja, und was sollen wir machen? Wir bringen gerade alle Leute um, die in dieser Town wohnen. Also ich glaube, danach gibt's keine Town mehr. Aber wie du meinst, schießen wir nicht mehr, sterben? Dann wird alles gut, habe ich gehört. Das Deerfest ist auch irgendwie... echt komisch. Aber wann ist das jetzt eigentlich? Ist das dann morgen oder? Habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz verstanden, wann das sein soll. Am Anfang war es ja, glaube ich, immer in x Tagen ist es. Ist das das? Ist das Max Payne? Ist das Max Payne Logo? Taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Okay. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Okay, also dann war die Vermutung schon richtig, dass das die Cynthia ist mit der Farbe. Ich habe mir auch kurz vermutet, dass es vielleicht er selber ist, dass er es reingeschrieben hat. Aber vielleicht hat er auch geschrieben, dass Cynthia das ist. Aber okay, es ist dann die, die treffen jetzt dann wahrscheinlich auch bald. Mal schauen, was die so sagt zu uns. I don't see Barry. Look, okay. Wake. Maybe that's him. That's the way to the chopper. Okay, dann gehen wir mal zu Barry. Kaffee am Kinderspielplatz vergessen. War wahrscheinlich der Vater mit seinem Sohn hier. Hat gespielt. Kaffee getrunken. Gehen lassen. Noch ein bisschen Munition. Irgendwie, glaube ich, werden wir gleich angegriffen. Es ist nur so eine Vermutung. Bisschen viel finden wir. Aber keine Seite, oder? Ah genau, das, doch, hier ist eine Seite. Und da steht's auch, wie lang es noch ist bis zum Hirschfest. Barry got back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns. And yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Okay, also hat sich jetzt bewaffnet. Aber noch ein Tag, also morgen ist das Deerfest wahrscheinlich. Verstehe ich das jetzt? Okay. Wollen wir jetzt da reingehen? Beende ich mal die Folge.
Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Here they come. Okay, dann machen wir doch erst noch die Gegner, die uns hier angreifen. Tschüss. Ja, erstmal ein bisschen Lachs essen. Was ist denn das? Was ist das? Ah. Jetzt irgendwie gar nicht was. Das ist was, da so schnell hin und her rennt. Meine Blendgranate mir ins eigene Gesicht werfen. Okay, dann haben wir das. Okay, it's open. Let's go, Wake. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.